alles klar, Baby. Ach komm, das ist jetzt lächerlich, ja. Das ist so richtig wie Bösewichte im Film, ja, die sich als die Guten darstellen wollen und dann so ein Take, wo die so richtig so böse, dreckig lachen, so, hey, alle glauben uns, hey, wir machen die jetzt fertig, wir täuschen alle. Oh Gott, da kommt Anis. Oh mein Gott, das ist Anis. Boom, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Ihr erinnert euch noch bestimmt an das Thema mit Mois, Anis, San Diego. Es ist in Vergessenheit geraten, aber jetzt irgendwie auch nicht. Warum? Weil San Diego einen Diss-Track rausgehauen hat, Stand in the Mirror, gegen Mois, und der soll es richtig in sich haben. Also wirklich so ekelhaft dreckig. Wir gucken uns das Video mal an, wir sind sehr, sehr gespannt und reagieren mal darauf. Wir gucken, was der so da gemacht hat, und da soll auch Anis zu sehen sein. Also ohne Spaß, das ist schon mehr als nur dreckig. Also wenn jetzt Anis dabei ist, dann ist ja irgendwie ein Geständnis, dass sie doch was miteinander haben. Dazu aber mehr später im Statement, wir wollen jetzt nicht zu viel labern. Und ganz kurz, bevor wir weitermachen, liken, abonnieren, kommentieren. Guckt euch die Gamescom-Umfrage an, die ich vor ein paar Tagen rausgehauen habe. Sehr, sehr geil geworden, bis jetzt die beste Umfrage. Guckt euch's an und wir gehen rein, Freunde, let's go. So, San Diego, Stand in the Mirror. Let's go. Ihre Mutter war dagegen, sie hatte nur Vaters Segen. Die Zukunft war verschwommen, vor den Augen schwarzer Nebel. Heiratet aus Liebe, sucht nur seelischen Frieden. Doch du hast deine Tochter aus der ersten Ehe verschwiegen. Du kranker Mensch, hast deine Lügen fast schon selber geglaubt und hast das Kind geleugnet, sie als kleine Schwester verkauft. Ihr habt der Mutter ihre Tochter aus den Händen gerissen. Sie erpresst mit Gerüchten, ohne schlechtem Gewissen. Anis hat sie geliebt, sie hat sie gut behandelt. Mit Herz um sie gekümmert, wie eine Blutsverwandte. Für dich war das selbstverständlich, du hast sie allein gelassen. Wohnung putzen, Essen machen, freundlich lächeln, Kleidung waschen. Für doppelten Haushalt deine Eltern und Brüder. Ließ sie den ganzen Tag bei denen, aber ging selber nicht rüber. Deine Mutter gab ihr zur Familie ihr Kontaktverbot. Okay, also jetzt geht's um diese erste Tochter von Mois, die er vor Anis hatte und mäßig geleugnet hat. Okay, das war ja schon Thema, das war schon viel länger Thema so. Auch vor dem Sommer, sag ich mal, vor dem Sommerurlaub, ist jetzt halt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, was da jetzt spezifisch mit dieser Tochter war. Aber wir hören mal weiter. Schämst du dich nicht, wenn du ihre blauen Flecken siehst? Der Kanal hätte heißen müssen, How I Slept Anis. Also hier, ihr glaubt alles weit, weil die Gebrüder Grimm, also damit meint der Mois Brüder, versuchen ihre tolle Mama mit Märchen reinzuwaschen. So als von wegen das, was Abu Julo und der andere Bruder von denen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, sorry. Also der will jetzt damit sagen, dass alles, was die Brüder gesagt haben, einfach falsch ist, ne, seiner Meinung nach, was ich ihm absolut nicht abkaufe. Aber der hat noch hier dieses How I Slept Anis, so sollte sein Kanal heißen, also von Mois. Das war wiederum der Aspekt mit der Gewalt, ne, wo wir uns absolut von distanzieren. Da hat Mois einen schweren Fehler gemacht, das geht absolut nicht. Und wir gucken mal weiter. Okay, also hier spricht Mois anscheinend zu seiner Mutter. Inwiefern das jetzt auch stimmt oder nicht, keine Ahnung. Und ihr habt jetzt selbst gehört bzw. gelesen durch die Untertitel, was er gesagt hat. Wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen mit dieser Beziehung und so weiter, diese Probleme. Wir hören erstmal weiter und dann sagen wir am Ende was dazu. So a tsa a bezan batson hon, so a huma eatson, so lash won. Hon neg adam, sama u bistwa den valit lai ah if pakoy tsa vitarel, i dela. Qetio, shtop, khatia bas a simia hwek v pakoy yitit,
Es pis mo detan, hochur mit Julitario. Wallahi Julitario. Ach so zavete, ach so zavete, ach один единственный раз. Один единственный раз. Son ugrajai toi. Один единственный раз со всеми арвах кварти. Дел Коранор, дел Коран цаешь сон аржизнь, сон хо цаешь, сон сазот цаешь, сон сайфула цаешь, сон сальса бель цаешь, сон София цаешь он. Сон Луиза цаешь он, сон Гайрбек цаешь он, сон Зелем Хальна цаешь он. Су Адаму, садак тех доль ах. Кэтио, а сон сомил угой тардон. А со цавити? Дал алкиоль аржизнь. Не, нихуя больше не надо. Я 7 лет ждал, а со бити аж. А со цавит. Он аган цавес, он ца цавес. Асоцавите? Вот. Так. Одни, мам. Аса шал жизнь халкина. Аса зуд халкина. Аса беш халкина. Ахвай шайл цукунфт халкина. Okay, also hier hat auf jeden Fall Mois Stress mit seiner Mutter. Ich weiß nicht, in welcher Zeit das jetzt einzuordnen ist. Wahrscheinlich da, wo Mois und Anis wieder angefangen haben. Keine Ahnung, er beschreibt ja selber so, dass es passt, er betet wieder, er ist mit Anis wieder näher gekommen und so weiter. Aber die Mutter will das anscheinend nicht und ich deute das so, ja, die Mutter hat schon erkannt, was Anis für einen ist, dass sie eine falsche Schlange ist. So, jetzt mal ohne Spaß. So, auf welcher Seite ihr auch immer seid, die gerade zugucken, ne, ich sehe das neutral und keiner braucht jetzt hier irgendwie zu sagen, Anis ist unschuldig, sie ist alles andere als unschuldig und wir werden das Video jetzt noch weiter gucken, ne, und dann werdet ihr auch eure Meinung ändern, weil ich habe da Clips gesehen. Also, ich war wirklich sprachlos. Ohne Spaß. Und ich bin froh, dass ich von Anfang an... Ich sag noch nichts. Ich sag gleich was dazu, sobald es dazu kommt. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber Mois ist halt hier so in Situation, dieses Ehefrau gegen Mutter. So, die Mutter sagt, nein, da passt es nicht. Ich merke das, weil, ich sag mal so, eine Mutter hat schon die Instinkte. Ich verstehe, dass es schwer als Mann ist und dass Mois hier auf die Seite seiner Kinder und seiner Frau ist. Es ist eine sehr schwere Situation, die man keinem wünscht, wenn es heißt Mutter gegen Ehefrau. Da muss man halt als Mann gucken. Aber hier sieht man halt, die Mutter hat von Anfang an gewusst, was Anis für eine ist und wollte das nicht. Und die Mutter hat recht. Das wissen wir jetzt alle. Braucht keiner was sagen. Und wir gehen jetzt weiter. Odini, Mam. Asa shal jizn halkina. Asa zut halkina. Asa besh halkina. Ahvay shayol zukunft halkina. Ahvay nukar bezam halkina. Asa jizn halkina. Asa dek halkina. Habana asa zut okdunia na akwershu. Habana zum psychischen Problem, Habana weiß nicht, ob er besser mit mir barbo, Habana aschadig dogen, Habana so noch dünn und als er ist, ja, ich bin so ein Eschel, ja, als du schaust, psychischer Dogen, Dogen, als er psychischer Dogen, Dogen, als er besser Dogen, sogar Zauberzu, sogar Hoyet. Ist er jetzt? Ist er der Schatten? Schau mal jetzt. Schadest du? Hattest du? Ho, schadest. Sadaka dir, ne? Schon mal so da wohlers. Dick du? Herr Schadig, hab ich auch Bahn und Vormata. Ach, Interone, Zjörn. Ach, Herr Gironi. Ach, Herr Gironi. Ach, ja, genau, Herr Schadig. Oh, wie rührend, Mois. Da kommen einem ja fast die Tränen, wenn man nicht wüsste, dass du ein behinderter Huren bist. Aber ey. Digga, nach sowas, ne, wenn man... Ich sag dir ehrlich, Mois, mit dieser Stimme am Weinen, Bro, das hat auch mich getroffen, so, obwohl ich nichts damit zu tun habe. Das trifft einen und dann kommt so eine Aussage von San Diego. Ich will noch nicht sagen. Wir hören uns das jetzt an, wir hören uns den Diss-Track an und dann gibt's die Bombe. Hey, gib dir das Recht? Deine Frau halb tot zu schlagen, sie einzusperren jahrelang? Hast du nichts daraus gelernt? What the fuck? 1991 wurde ein Huren
Sohn geboren, heute bei Groupie Haus am Schnorren, für Loch Luli oder Korn. Erst der Upcome, dann der Downfall. Kein Problem, wir können das Ganze nochmal aufrollen. Du hast um mein Label dir gebettelt, weil die Szene dich meidet. Hab deine Ehre verteidigt, mach dich zum BBM-Signing. Du machst nur leere Versprechen, machst dich mit Summen sympathisch. Ich rede nicht von deinem Katzentune, du bist unmusikalisch. Nach jedem Take hast du gesagt, du fickst die Mutter von Tupac. Ein 16-Zeiler hat ein Tag gedauert, Pushe Mikuras. Was bist du, Glas oder Inhalt? Du hast nur Pisse gelabert. Sagst, ich bin du, denn eh verstammte aus der Rippe von Adam. Haze Jibbits Buch für die nächste Astralreise, bitte ein One-Way-Ticket. Pilze in Kombination mit Testo spritzen. Da hilft kein Therapeut, du brauchst einen guten Exorzisten. Schizophrener Irrer, wer soll dich noch vor dem Feuer retten? Ey, yo, Mois, vielleicht kannst du das mal mit Zeus besprechen. Boah, diese Schlangen, hä? Warum die ganze Zeit? Wer soll dich noch vor dem Feuer retten? Ey, yo, Mois, vielleicht kannst du das mal mit Zeus besprechen. Bro, warum diese Schlangen? Also, wir gucken mal weiter. Was ist das? Aus dir spricht der Teufel oder pures Scham. Mois hat Gottkomplexe wie Jerusalem. Deine Nuttenmutter lutscht und schluckt deinen Basie. Was willst du machen? Deine DNA unter mein Aiden. Dein Vater ist zur Hälfte blind, der alte Kriegsveteran. Schön und gut, was hat Anis deiner Familie getan? Hat er keine Hobbys, wieso muss er deine Frau beschatten? Richtig creepy, sag dem guten Mann, der soll kein Auge machen. Du Kelp bist am Abdrehen. Zum Glück muss dein Vater die Scheiße hier nur noch zur Hälfte mit ansehen. Sie Boah, was? Geht auf die Behinderung des Vaters, Alter? Künstlerische Freiheit? Hin oder her, Diss-Track hin oder her. San Diego hat auf einmal Eier, ne? Was ja am Anfang gar nicht so war. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und hier nochmal für jeden, der die Wahrheit nicht kennt. Ich hab gelogen in dem Statement, war von Panik gelenkt. Doch dieser Bastard hat sie selbst in meine Arme gedrängt. Anis ging Alim nicht fremd, sie waren islamisch getrennt. 2023, 10. Oktober. Zu Hause wartet ein benebelter Kokser, sie will die Trennung. Er behandelt seine Frau wie Besitz, schlägt sie mit Faust ins Gesicht, vor den Augen der Kids. Er schloss die Tür ab, nahm die Handys weg, dass niemand Polizei ruft. Traurig wie der Köter immer wieder auf sie einschlug. Haare rausgerissen, liest die Chatverläufe, wollte selber, dass wir schreiben. Wir waren niemals beste Freunde, Ehrenloser. Während er fast wieder einen Mord in seinem Bar begeht, spricht die Gesteht San Diego gerade, dass er also doch die ganze Zeit was mit Anis hatte? Er hat es gerade gestanden. Er hat gestanden, dass er in seinem Statement gelogen hat. Von Panik gelenkt, bla bla bla. Wir hören mal weiter. Der die Scheidung aus die Hand auf den Koran gelegt. Das alles kann ein Mitglied der Familie bezeugen. Die Kinder schreien und er schlägt wieder auf ihren Kiefer mit Fäusten. Die Arme hielt es nicht mehr aus, als er sie blutig niederschlug. Griff das Messer aus Verzweiflung, noch ein Suizidversuch. Endlich klingelt's an der Tür, draußen warten Polizeibeamte. Er versuchte wegzulaufen wie eine feige Ratte. Näherungsverbot 10 Tage. Leben unter Strom 7 Jahre. Sie flieht in dieser Nacht zur Cousine in die Stadt. Und wir blieben in Kontakt, weil sie niemanden mehr hat. Erstes Meeting Greet im November. Oh Gott, da kommt Anis. Oh mein Gott, das ist Anis. Erstes Mal verliebt im Dezember. Ach du Scheiße. Er sagt erstes Mal verliebt im Dezember. Und da ist sie, Freunde. Und da ist sie. Da ist sie. November. Fest zusammengekommen im Januar. Ich gestehe nur aus Angst vor Gott vor der Kamera. Ich hab für sie gelogen. So. So, so, so. Wir haben das jetzt gesehen. So. San Diego Statement. Ich gebe sinngemäß wieder. Ich würde niemals was mit einer Frau von einem Bruder haben. Und ich werde auch niemals was mit einer Frau von einem Bruder haben. Das hat er auf Insta geschrieben. Das war sein erstes Statement in seiner Story. Das hier. Und jetzt haben wir das gesehen. Also er hat sich da komplett widersprochen. Dieses mäßig ein Mann, ein Wort. Ich bin ein Mann, ich würde das niemals tun. Mit der Frau eines Bruders, nie, niemals. Hat er gebrochen. Was heißt das? San Diego ist kein Mann, ist eine Pussy. Er hat sein Wort nicht gehalten. Also nicht mal gehalten. Er hat diesen Ehrenkodex, ja, diesen Brüderkodex, diesen Männerkodex hat er nicht eingehalten. Er hat Mois Anis sozusagen ausgespannt. Auch wenn es ja da Probleme gab, dies, das. Bro, du nimmst dir nicht die, auch wenn es die Ex ist, selbst wenn die getrennt wären, ne, was ja anscheinend, keine Ahnung,
Ahnung, die sagen, ja, die waren islamisch getrennt, dann sagt man, nein, die waren nicht islamisch getrennt, die haben sich vielleicht so getrennt, aber islamisch waren die noch zusammen, keine Ahnung, irgendwas. Die haben ja auch Kinder zusammen, also die haben auch zusammen gewohnt so, und dann holst du dir nicht die Freundin, Ex, was auch immer man da sagen muss, du holst dir nicht die von deinem Bruder. Das geht nicht, das geht absolut gar nicht, ist auch gar nicht zu rechtfertigen mit, ja, sie war am Boden zerstört und dies, Probleme. Ist mir scheißegal, Alter, dann holst du doch noch nicht, du spannst ihm dann doch nicht die Frau aus und machst die Sache noch schlimmer. Gerade in so einer Situation braucht er doch deine Hilfe. San Diego, was ist das? Du bist offiziell kein Mann, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Und dann, Annie's Statement. Sie hat gesagt, ich hatte niemals was mit San Diego und ich werde auch niemals was mit San Diego haben. Ah. An alle, die Annie's Statement geglaubt haben und geschrieben haben, oh du Arme, oh dies und das, oh wir glauben dir, oh du hattest nie was mit San Diego, oh Mois bildet sich das ein und er hat dich deswegen schlecht behandelt und dies und das, oh du bist nie fremdgegangen. Hier habt ihr es, Freunde, hier habt ihr es. Und deswegen, was ich so eben angefangen habe zu sagen, ich bin froh, dass ich von Anfang an diese zwei Schlangen hier durchschaut habe. Von Anfang an habe ich gewusst, dass Anis lügt und dass San Diego lügt. Und natürlich hatten die was miteinander. Ne? Und jetzt in einem Diss-Track, oh nein, in einem Diss-Track nach einem Monat, wo das Ding eigentlich schon fast vergessen war, droppen die sowas. Ihr habt euch einfach selber ans Bein gepinkelt damit. Ihr habt eure Statements, eure Glaubwürdigkeit nochmal komplett verloren. Auch bei den Leuten, die gesagt haben, nein, nein, die haben recht. Selbst ihr, die auf deren Seite waren, selbst ihr müsst jetzt sagen, okay, wir lagen nicht richtig. Ist einfach so. Das ist Fakt. Guckt euch das an. Ich bitte euch. Das ist ja wohl alles andere als verständlich und zu rechtfertigen ist das schon mal gar nicht. Willkommen im Januar, ich gestehe nur aus Angst vor Gott vor der Kamera. Ich hab für sie gelogen, die ganze Welt hat gezweifelt, doch sie hat jetzt den Mut gefasst und ihren Eltern gebeichtet. Sie war von Angst zerfressen, sie hat gezittert seit Tag 1, niemals die süße Lüge, immer die bittere Wahrheit. Wir durften nie zusammen sein, Muslime und Jude. Sie weiß ganz genau, dass sie nicht so jemanden haben darf oder auch nicht heiraten darf. Das weiß sie ganz genau. Wenn sie Muslima ist, dann muss sie sich auch dran halten, Leute. So hat das Gott gesagt. Sie bezeichnet sich selber als Muslima, also muss sie sich auch dran halten. Aber ja, das ist nicht meine Sache, das ist deren Sache. Die müssen sich dafür rechtfertigen. Aber ich hab für diese Liebe geblutet. Anis, ich hab für dich mein Leben riskiert. Doch wenn die ganze Welt dagegen ist, ich stehe zu dir. Zurück zu Mois, jetzt sag, wo bist du, Hundesohn im Recht? Stellst noch Ansprüche an sie, das finde ich ungelogen frech. Frauenschläge abschauen, deine Beine unter meine Benzräder. Wir sind keine Fremdgeher, wir sind deine Endgegner. Du warst nie mein Bruder, nur ein flüchtiger Bekannter. Fließt aus Deutschland immer noch ein flüchtiger Bekannter. Sie tat mir leid, ich wollte den Schmerz in ihr kompensieren. Wir haben uns verliebt, dann ist es schwer, sich zu kontrollieren. Ist es richtig, wenn sie Videos aus Rache leaken? Auch wenn's wehtut, jetzt ist der Moment, um abzuschließen. Das geht an die Mutter meines Kindes, schöne Zeit gewesen. Bewahr den Frieden, du kannst ohne mich auch weiterleben. Das geht an meinen Sohn, du warst so stramm in den Krieg. Egal wer dich manipuliert, du weißt, dass Papa dich liebt. Ich bin stolz auf deine Reime, Flow ist böse, Habibi. Du wirst rasieren, denn meine Eier machen Löwen, Habibi. Ach du Scheiße, ja, was ist das hier? Was ist das, ja? Ey, was passiert hier, ja? Ist vorbei, oder was? Was kommt? Hallo? Hey Anis, was geht? Und, alles gut. Hast du gehört den letzten Teil? Ja, er hat meinen Namen sowieso schon in den Dreck gezogen. Ich bin eh schon von allen Seiten abgestempelt, also let's go. Du hast deinen Namen selber in den Dreck gezogen. Alles klar, Habibi! Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese dreckige Lache. Nochmal. Alles klar, Habibi! Ach komm, das ist jetzt lächerlich, ja. Das ist so richtig wie Bösewichte im Film, ja, die sich als die Guten darstellen wollen und dann so ein Take, wo die so richtig so böse, dreckig lachen, so, hey, alle glauben uns, hey, wir machen die jetzt fertig, wir täuschen alle. Ist ja sowieso alles nur Kunst. Ja, Promo, ne? Okay, alles klar. Ach, Mois, ach, du kleiner Hurensohn. Was hast du dir dabei gedacht? Liegst Bilder von deiner Ex-Frau, liegst Bilder von meiner Mutter. Aber egal, du hast schon alles gesagt, jetzt ist eh zu spät. Guck, was ich mit dir mache. Vergiss nicht, mit wem du hier fixst. Und vergiss nicht, mit wem du nicht mehr fixst. Und Baby, es tut mir leid, aber das muss jetzt sein.
Stand in the mirror. Du bist nach paar Nasen blass wie Michael Jackson in Thriller. Bring dein Ende, mein Bitter. Geh mit Anis aufs Hotelzimmer nach dem Candlelight Dinner. Während. Was geht jetzt ab? Wie, was passiert jetzt? Du flänzt in der Villa, wird sie geleckt und gefingert. What the fuck, Alter? Was passiert dir, Freunde? Was ist das jetzt? Macht der jetzt irgendwie. Was? Ey, ich bin gerade so sprachlos. Jetzt auf einmal stellt der Anis, wird jetzt komplett als billig dargestellt. Und jetzt sexualisiert er sie komplett. Und nebenbei ist es halt auch so ein Diss gegen Mois jetzt, weil er seine Frau hat. Das ist jetzt dieser dreckige Part, wovon es die Clips auf TikTok gibt. Jetzt, Freunde, jetzt sind wir sehr gespannt. Oder vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ich hab gehört, du rennst jetzt weg vom Mafia-Kreis. Deine Ex hat in ihrem Bauch wegen mir Butterflies. Du Pussy, mach mit mir keinen Schwanzvergleich. Homie, you claim to be a player, but I fuck your wife. Reibst dir immer wieder und... Ja, oh mein Gott. Okay. Auf das hab ich gewartet. Freunde, guckt euch das an. Anis spielt mit einer Schlange. Also jetzt mal ohne Spaß, für die, die es vielleicht nicht checken, warum ich das jetzt stoppe und so. Nicht nur die, die sich jetzt mit dem Islam auskennen, man weiß, so Spielchen mit Schlange und so weiter, das hängt sehr mit dem Teufel zusammen. Was will Anis jetzt damit, ist die komplett durch? Macht in so einem Video mit, wo sie jetzt komplett von San Diego sexualisiert wird. Ich mach das mit dir, ich lecke dich, ja, Astaghfirullah, ohne Spaß. Und jetzt spielt sie noch mit einer Schlange, ja, was man natürlich so mit dem Teufel verbinden kann. Das hier, was ich jetzt gerade sehe, dieses Bild vor meinen Augen, das ist wirklich verstörend. Das ist ekelhaft. Ich weiß gar nicht, wie ich das deuten soll. Das ist crazy. Crazy, Freunde. Das ist nicht einfach nur leichtes Spiel hier. Hier passieren verrückte Sachen. Unter die Nase wie Jay-Reste, deine Perle klebt mir am Hals, Ace-Kette, laberst rum, dass ich mit dir telefoniert hätte, doch ich geb Potzen nur Gesicht, wenn ich an Nies lecke, das Spendendrama war weder ihr oder mein Interesse, stecke nur bei Sex mit deiner Ex unter einer Decke, redest von Tapes, obwohl dein Schwanz nicht mehr steht, während du drohst eins rauszuhauen, haben wir 20 gedreht. Du willst Gesichter leaken oder exposen, dafür lass ich in mein Video deine Ex posen. Ich krieg von ihr in der Hotel-Lounge ein Striptease. Du nennst Anis ab heute Ex-Frau wie Misty. Schlechter Sex, doch du hast dich als Ficker gehypt. Und dein Körpergeruch ne Mischung aus Pisse und Schweiß. Sie wollt dem Kuxer nicht mehr geben. Denn deine Unterhose stinkt noch ekliger als Dosenfisch aus Schweden. Du willst deine Eier vor ganz Deutschland beweisen. Doch ich hab Anis gefragt und sie sagt, Mois hat einen kleinen. Ah, sie wird... Also, ich verstehe jetzt nicht, was das hier ist, Alter. Anis wird hier komplett als irgendwie wie als Sexpuppe dargestellt, ja? Dass San Diego mit dir das und das und das macht, dann das mit der Schlange, jetzt hier so da vor Kamera stolz sehen und so zeigen und das ist wirklich das allerletzte, Alter. Wie peinlich muss man sein, Anis? Was ist das für eine ekelhafte Kacke? Ich war von Anfang an neutral, ich habe mir beide Seiten angehört und habe gesagt, natürlich, das, was Mois gemacht hat, auch nicht zu rechtfertigen, schlagen und sowas geht gar nicht, ne? Distanz. Aber das, was Anis gemacht hat und hier macht, das ist alles andere als unschuldig. Das ist einfach nur das allerletzte. Nein, sie wird bei mir allein nach ein paar Worten feucht. Sie ist nie gekommen, Bruder, sie hat bei dir vorgetäuscht. Sie lag wie ein Seestern, bei mir springt sie wie ein Känguru. Erst nehme ich sie von hinten, danach steche ich ihr ein Gang-Tattoo. Fick deine Baby-Mama. Sie steht auf Fingerspielchen, nehmen sie auf dem Küchentisch. Bei mir bekommt sie Princess Treatment. Sie lebt Reiterstellung, ride in my pony, switch in positions. Baby dreht sich wie der Zeiger, der Rowley. Bring sie zum Train, sie kriegt das erste Mal multiple Orgasmen. Sie flüstert mir ins Ohr, sie wird dich immer wieder verlassen. Der schnellste Abspritzer Deutschlands, gib ihr eine Stunde auf Easy. Sie wird so laut, wenn ich drücke, gib Kiki im Lamborghini. Du hast nie länger als 10 Sekunden eine Mami gedippt. Noch einmal reinstecken, abgespritzt. Wie Anästhesie ist, das ist das Staffelfinale. Guck mit dir Netflix in Chalkmi. Mach sie zum Nympho, dritte Runde, 69er Posi. Sie macht einen Wasserfall auf mir. Ich kann gar nichts dafür. Do not disturb, schließ die Schlafzimmertür. Du bist meine Sucht. Ich kann nicht ohne dich, guck wie die Psychose kickt. Ecstasy und Shore Trip. Du ziehst Hosen von Anis an, riechst an ihren Tangas beim Baden. Statt die Klamotten deiner Ex solltest du Zwangsjacke tragen. Oh Medusa, oh mein Baby. Eine Kugel in der Hütte ohne dich, ja. Er hat sich verlaufen, dieser wandernde Hobbit. Fick ich deine Ex-Frau oder jemand anderen doppelt? Mois Anis, Chris Brown, Rihanna. Sexueller Missbrauch im Keller. Rückbank in meinem weißen Mercedes mindestens dreimal täglich. Und das Beste daran ist, der Sex ist einvernehmlich. Du bist ein Fitnessstifter, bringst Leute hinter Gitter. Was hab ich mitbekommen? Mois ist ein Kinderficker. Was war nach erster Ehe? Habibi, Zwinker, Zwinker. Man hat ein schlechtes Bild von dir, da hilft kein Insta-Filter. Sunny, dein Abi, Schatz in dein Body. Nimm deine Frau und deine Mutter, überlasse ich Farid. Und jetzt spack ab auf den Diss. Du kranker Narzisst, deine Mama gefickt. Zug in 10, son of a bitch.
Ich will auch gern Bilder von ihrem fetten Körper leaken, doch bei der Dateigröße müsste ich einen eigenen Server mieten. Also jetzt, es reicht ja nicht, Anis hier komplett als, ja, ihr wisst schon, wie darzustellen. Ja, jetzt haut er noch mit der Mutter raus. Also, komm. Weil man auf normaler Cam den Körper nicht sieht. Im Vollformat-Bild bräuchte man den Google Earth-Satellit. Zweier Mama Prostitutka, du verwöhnter Peach. Die Dicke dreht sich auf meinem Schwanz so wie ein Dönerspieß. Laufen mit Krückstock, wegen Plauze wie Rick Ross. Geht mit High Heels nach draußen und kommt nach Hause mit Flipflops. Der Doc bringt schlechte Nachrichten ins Krankenhauszimmer. Ihr Cholesterinspiegel, Elefant in the Mirror. Ich folter deine Hurenmutter im Keller. Die sieht aus wie Relaxo unter Blutgruppe Nutella. Sie ist der Grund, warum die Restaurants immer minus gehen. Ihr Fahndungsfoto hängt vor jedem All-You-Can-Eat-Buffet. Dir ist nichts mehr geblieben, außer dein Weed-Baggy. Sunny Diego, auch bekannt als neuer Stief-Daddy. Wir schlagen dich behindert mit Mafia-Gang. Doch was noch mehr wehtut, ist, wenn deine Kinder mich Papa nennen. Okay, also zum Letzten. Dieses, wenn deine Kinder mich Papa nennen, ja, ist nicht nur einfach mies dreckig. Das, wo ich auch sage, San Diego, kümmere dich mal lieber um deinen eigenen Sohn, ja. Weil wenn man sieht, was er für eine Sprachnemo gepostet hat, das hat die Ex von San Diego auf Insta gepostet, eine Sprachnemo von San Diegos Sohn. Und zwar, wo er sagt, ja, Mama, wir sind jetzt alleine, weil Papa hat uns verkauft, um mit Anis zu sein. Das hat sein Sohn zu ihm gesagt. Und jetzt sagt er, ja, jetzt sagt er zu Mois, deine Kinder nämlich Papa. Aber kümmere dich mal lieber um deinen eigenen Sohn, ja, den du verkauft hast, wie er selber sagt. Ich zitiere. Ja, Freunde, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zu der Sache? Ist das übertrieben? Ist das nicht übertrieben? Seht ihr das als künstlerische Freiheit? Diss-Track, dies, das? Also, ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Ganz, ganz wichtig für die Konstanz, für den Support. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, umarmt eure Eltern. Ciao.